In diesem Video geht es darum, wie man die Endgeschwindigkeit beim waagerechten Wurf berechnet. Hier werden jetzt zwei Rechenwege untersucht, mit denen die Endgeschwindigkeit dieses Balls hier bestimmt werden kann. Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dieser Ball wird in Form eines waagerechten Wurfes im Prinzip hier so parabelförmig nach unten fallen. Und wenn ich mir das Ganze anschaue, habe ich das Problem, dass meine Geschwindigkeit sich im Prinzip aus zwei Komponenten zusammensetzt. Und zwar habe ich hier einmal die Geschwindigkeit, ich habe das mal hier in blau, Vx, die ist praktisch gegeben, das ist meine Anfangsgeschwindigkeit in x-Richtung. Und wenn der Ball fällt, kommt Vy dazu, was immer größer wird, weil es ist ja eine beschleunigte Bewegung nach unten. Das heißt, blau, Vx ist eine gleichförmige Bewegung, Vx ist immer gleich, Vy ist die Bewegung nach unten, Vy wird immer größer, was halt runterfällt. So, jetzt muss ich mir überlegen, wie baue ich das zusammen? Und das ist hier in diesem Rechteck. Und zwar habe ich hier Vx als Vektor, sprich als Pfeil, und Vy. Und zusammen spannen die ein Rechteck auf. Das Rechteck hat eine Diagonale. Und hier habe ich entsprechend Vx, hier ist Vy. Und hier ist ein rechter Winkel. Das heißt, Satz des Pythagoras kann ich verwenden, um die Diagonale zu berechnen. Also Vx² plus Vy², daraus ist die Wurzel. Und das ist meine Endgeschwindigkeit, die ich dann hier haben werde. Und jetzt, das ist das Schöne, es gibt nicht die eine Lösung, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten, auf die Formel für die Endgeschwindigkeit zu kommen. Und ich möchte hier zwei Möglichkeiten vorstellen. Möglichkeit Nummer 1 über die klassischen Bewegungsgleichungen. Hier ist wieder mein Ball, der ist jetzt praktisch dabei zu fliegen und hier habe ich einmal für die Y-Richtung die beschleunigte Bewegung und einmal für die X-Richtung die gleichförmige Bewegung. Das sind die entsprechenden Bewegungsgleichungen, einmal für die Strecke und einmal für die Geschwindigkeit. So, Vx ist ja konstant, also brauche ich das eigentlich nicht mehr zu kümmern. Vy ist das, wo ich ausrechnen muss. Das heißt, ich muss hier oben aus diesen beiden Gleichungen die irgendwie zusammenbringen. Dazu gehe ich her und Sy benenne ich einfach mal in H um. Das ist praktisch meine Höhe des Hochhauses. Und schreibe die Formel erstmal ab. 1/2 gt². So. Jetzt habe ich hier hinten Vy gleich g mal t. Wenn ich das sozusagen in der Nebenrechnung, machen wir die mal in grün, diese Formel praktisch umstelle, dann, ich möchte praktisch die nach t umstellen, damit ich die hier praktisch für t einsetzen kann. T ist ja im Prinzip etwas, was ich nicht habe. G ist eine Konstante, die kenne ich. Die Höhe des Hochhauses wird angegeben sein. Daher müssen wir irgendwie T loswerden. Gut, das erhalte ich, indem ich halt die Formel entsprechend umstelle. Das heißt, für y gleich g mal t. Und t ist dann entsprechend Vy durch g. So, was bringt mir das? Naja, relativ viel, weil ich kann das Ganze jetzt einsetzen. Das heißt, mein h ist jetzt 1/2 mal g mal Vy² durch g². Das heißt, wenn ich das jetzt ein bisschen verschönere, g durch g² bleibt im Prinzip 1 durch g übrig. Und gut, Vy²
Quadrat bleibt stehen. So, jetzt muss ich das Ganze noch umbauen. Ich will ja Vy haben, beziehungsweise eigentlich Vy Quadrat, weil ich will das ja in den Satz des Pythagoras einsetzen. Also habe ich entsprechend mal 2 und mal g. Das heißt, ich habe 2gh gleich Vy Quadrat. So, mein Satz des Pythagoras ist V resultierend gleich Wurzel aus Vx Quadrat plus Vy Quadrat. So, und wenn ich das jetzt einsetze, ja, habe ich natürlich vorbereitet, Vr gleich Vx Quadrat plus 2 mal g mal h. Und das ist meine Formel für die resultierende mit den klassischen Formeln für die ja, beschleunigte bzw. gleichförmige Bewegung. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, aber diesmal mittels Energie. Dazu habe ich auch wieder ein bisschen was vorbereitet. Die Situation ist die gleiche. Ich habe hier mein Hochhaus und so weiter. Der Ball soll jetzt runterfallen. Dazu habe ich jetzt einfach mal blindlings alle Energien aufgeschrieben, die vorkommen könnten. Das heißt, ich habe praktisch Mechanik, das heißt, ich habe Bewegung. Bewegung ist kinetische Energie, hier fällt was runter, das heißt, ich habe potenzielle Energie. Und jetzt habe ich erstmal ganz stupide gesagt, okay, es gibt eine potenzielle Energie. Pot steht für potenziell, x steht für in x-Richtung und a steht für am Anfang. Das heißt, am Anfang ist die Situation hier oben und Ende ist praktisch die Situation hier unten. Also gut, wenn ich mir das jetzt angucke, habe ich potenzielle Energie in x-Richtung am Anfang. Ich habe kinetische Energie in x-Richtung am Anfang. Ich habe potenzielle Energie in y-Richtung am Anfang. Ich habe kinetische Energie in y-Richtung am Anfang. Und das Ganze auch am Ende. Das heißt, ich habe potenzielle Energie in x-Richtung am Ende, kinetische Energie in x-Richtung am Ende, potenzielle Energie in y-Richtung am Ende und kinetische Energie in y-Richtung am Ende. Und jetzt bin ich praktisch durchgegangen und habe überlegt, welche dieser vielen Energien sind denn jetzt wirklich da? Also die potenzielle Energie in x-Richtung ist natürlich Quatsch, weil das eine gleichförmige Bewegung ist. In x-Richtung, also praktisch hier in blau dargestellt. Vx ist ja eine gleichförmige Bewegung und Vy in grün ist ja eine beschleunigte Bewegung. Das heißt, bei Vy oder in y-Richtung habe ich potenzielle Energie in x-Richtung nicht. Also klarer Fall, das hier muss 0 sein, weil in x-Richtung haben wir keine potenzielle Energie. Die kinetische Energie in x-Richtung am Anfang muss logischerweise auch der kinetischen Energie in x-Richtung am Ende entsprechen, weil Vx ist ja eine gleichförmige Bewegung. Also die Geschwindigkeit ändert sich ja nicht und damit natürlich auch die kinetische Energie nicht. Das habe ich hier drunter geschrieben. Am Anfang hat das Ding potenzielle Energie in y-Richtung, ist klar, weil es kann ja runterfallen. Die kinetische Energie in y-Richtung am Anfang ist 0, weil das sich in y-Richtung ja noch nicht bewegt. Am Ende habe ich natürlich noch immer keine potenzielle Energie in x-Richtung, weil es war ja eine gleichförmige Bewegung in x-Richtung. Kinetische Energie am Ende ist, wie schon gesagt, die gleiche wie am Anfang. Die potenzielle Energie in y-Richtung am Ende muss 0 sein, weil der Ball ist ja unten. Und die kinetische Energie in y-Richtung, die hat irgendeinen Wert, weil das Ding hat ja kinetische Energie gewonnen. So, was nützt mir das Ganze jetzt? Gut, alles was 0 ist, kann ich nämlich wegstreichen. So, da diese Energie am Anfang, die kinetische Energie in x-Richtung am Anfang gleich der am Ende ist, kann ich das natürlich auch wegstreichen.
Und was dann übrig bleibt, ist recht überschaubar. Und zwar habe ich die potenzielle Energie m mal g mal h. H ist sozusagen die Höhe des Gebäudes. Und was rauskommt, ist ein halb m. Und wir reden ja in Y-Richtung, also Vy². Ja, dann kann ich das Übliche machen. M kürzt sich weg. Und mal 2, ich habe 2gh gleich Vy². So, wieder die Geschichte von eben, Satz des Pythagoras, Vr ist gleich Wurzel aus, Vx Quadrat minus, ne Quatsch, plus, Quadratest. Also Vx Quadrat plus Vy Quadrat, Wurzel draus ist Vr. Tja, brauche ich jetzt nur noch einsetzen und Überraschung habe ich natürlich schon gemacht und es ist, oh Wunder, die gleiche Formel. Also zwei Wege, wie man zu der Geschwindigkeit, zu der Endgeschwindigkeit kommt, mit der der Ball, wenn er mittels waagrechtem Wurf von da oben runter geschubst wird, unten ankommt. Ich hoffe, das Ganze war für dich hilfreich. Soweit, so gut. Vor allen Dingen war es mir halt mal wichtig zu zeigen, dass es nicht immer nur eine Lösung gibt, sondern dass man durchaus mit verschiedenen Ansätzen eine Aufgabe lösen kann. Soweit, so gut.